Aber der veränderte Altersaufbau hat zum Beispiel zu einer Selbst- und Neuentdeckung der älteren Generation geführt. Als ich Ministerin war in den 80er Jahren, wurde von Rentnern und Rentnerinnen nur in Kategorien von Betreuung und Pflege geredet. Vielleicht noch ein Stück Mitwirkung in Heimen. Den Anteil der aktiven Älteren, die nicht nur für sich persönlich aktiv sind und waren, sondern die auch mitgestalten wollen, die Neues in die Gesellschaft einbringen, die sich kümmern um Kinder, um Pflegebedürftige, die sich kümmern, nehmen Sie die Tafeln in einer Gesellschaft, wo der Unterschied zwischen Arm und Reich wieder zunimmt. Das wollen wir ja nicht wahrhaben. Kommen wieder Wirtschaftsstudien, dass der Abstand zwischen Arm und Reich gar nicht so groß sei, aber vor Ort erlebt man ihn. Und diese Veränderung in der Gesellschaft, die ich jetzt nicht nur mit Kassandra-Rufen versehe, es wird alles schlechter und schlimmer, da versucht die Volkshochschule A zu fragen und B zu beantworten, was können wir gemeinsam dem entgegensetzen? Nee. Die alternde und schrumpfende Bevölkerung ist dann die eine Seite, meistens die schlechte Botschaft. Die positive, die gute Botschaft ist doch die, die Alternden von damals sind nicht mehr die Alternden von heute. Es ist zwar individuell und sozial verschieden. Wir schaffen auch nicht, jetzt per Ordre de Mufti zu sagen, und ab 2013 gibt es ein 20% weniger Ehescheidungen. 10%, was ja schon hoch wäre, mehr Kinder. Sondern das muss gelebt werden. Ich muss die Realität zur Kenntnis nehmen und den Menschen helfen, wie sie mit dieser neuen Realität umgehen. Aber auch, wie sie Konflikte, auch Beziehungskonflikte, besser lösen können als bislang, weil diese Fragen nie Themen, sei es am Arbeitsplatz, in der Schule waren, sondern das sind Orte, das sind Aufgaben, die dringend sind. Auch die gesundheitliche Bildung ist die Volkshochschule wie bei Umwelt mit den Landfrauen ein Pionier, dass sie auch wirklich die Chance bekommen, das Positive des Wandels zu gestalten.